Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus dem Hauptstadtstudio Delanistan. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Dela Kochstudio. Der Jonas ist auf Arbeit und hat mich allein gelassen und ich habe schrecklichen Hunger. Und deswegen habe ich beschlossen, machen wir heute mal zusammen meine Variation von Arrabbiata. Und da fangen wir gleich mal an. Was braucht ihr? Das ist alles natürlich ein bisschen geschmacksabhängig, aber ich mache es folgendermaßen. Ich brauche 3 bis 4 bis 5, 10 Knoblauch. Ich brauche außerdem eine halbe Zwiebel. Ich brauche eine... Ja, entweder passierte Tomaten oder schon irgend so eine halbfertige Tomatensauce eurer Wahl. Das ist relativ euch überlassen, aber ihr braucht da wirklich nichts Elaboriertes. Also einfache passierte Tomaten sind vollkommen ausreichend. Außerdem braucht ihr Kräuter und Gewürze eurer Wahl. Ich persönlich habe eine ganz normale Kräutermischung aus Petersilie, Schnittlauch und Bärlauch. Und nehme sehr gerne für Soßen und andere Dinge irgendein Stullengewürz. Also egal, ob ein Markendings oder das billige vom Aldi. Ich habe aber festgestellt, dass diese Dinge tatsächlich die Qualität meiner Soßen doch sehr hebt. Also wäre vielleicht ein Versuch. Und natürlich, weil ein Arrabbiata soll ja ein bisschen scharf sein, braucht ihr Chili und ein bisschen Öl, um das Ganze anzubraten. Gut, und ich würde sagen, genauso fangen wir dann auch jetzt schon an, indem wir erstmal die Zwiebel und den Knoblauch schneiden und schälen. Ich persönlich finde, dass der Knoblauch hier bei Arrabbiata tatsächlich in kleine Scheiben geschnitten gehört. Aber auch das ist höchstwahrscheinlich private Meinungssache. Aber ich persönlich schneide ihn dann immer in Scheiben. Die Zwiebeln könnt ihr in so kleine Stücke schneiden, wie ihr wollt. Das ist relativ egal. Genau. Und jetzt schmeißt ihr einfach einen guten Schluck Öl, das ist euch überlassen, ob ihr Sonnenblumenöl nehmt oder Olivenöl oder was auch immer ihr haben wollt, in eine Pfanne, erhitzt das und macht da die Zwiebeln und den Knoblauch rein. Meiner Meinung nach gehört der Knoblauch richtig goldgelb. Der kann sogar fast ein bisschen angebrannt sein. Ich habe mal gelernt, aber das mag Blödsinn sein, dass bei einer Arrabbiata der Knoblauch so ganz, ganz kleines bisschen angebrannt schmecken muss. Aber wie gesagt, auch das ist Meinungssache. Ich persönlich habe es gerne ein bisschen dunkler, aber das könnt ihr machen, wie ihr gerne möchtet. So, und nachdem ihr jetzt den Knoblauch und die Zwiebeln schön goldgelb habt, dann macht ihr einfach eure passierten Tomaten auf oder eure glasrestliche Tomatensauce und schmeißt das da rein und kocht das einfach eine Weile mit.
Würzen könnt ihr es dann nach Geschmack, wie gesagt, je nachdem, wie scharf ihr es haben wollt, mit ein bisschen Chili, mit ein bisschen Pfeffer und Salz, je nachdem, wie ihr das gerne mögt, mit eurer bevorzugten Kräutermischung. Und ja, wie gesagt, ich persönlich nehme immer ganz gerne für meine Soßen dieses Stollengewürz. Ja, und dann kocht ihr das eigentlich einfach nur noch auf und dann habt ihr fertige Arrabbiata-Soße. Und die könnt ihr dann zu allem essen. Zu Reis, zu Nudeln, zu Kartoffeln. Ich nehme sie auch ganz gerne mal zu Dip für Dinge. Also ja, große Empfehlung. In diesem Sinne, lasst es euch schmecken.